Sandro, es war sicherlich ein hitziges Spiel, auch wenn nicht von den Fouls her. Ja, klar, die Temperaturen haben natürlich einiges beeinträchtigt, war natürlich schon sehr schwer da zu spielen, aber ich denke auch ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wie wir das heute gemacht haben, bei den Temperaturen über das ganze Spiel 90 Minuten so gekämpft und von daher haben wir den Sieg auch auf jeden Fall verdient. Es hat für euch schlecht begonnen mit einem Patzer, ein Gegentor bekommen, aber dann habt ihr eine richtig schöne Toreserie hingelegt in kurzer Zeit. Ja, also natürlich sehr unglücklich am Anfang, so ein Patzer, aber kann immer mal passieren. Da war die Abstimmung nicht so gut, aber wir haben eine super tolle Offensive und wir haben es im letzten Spiel auch gezeigt, da lagen wir auch mit 1-0 zurück und sind auch zurückgekommen zu einem 4-1 und heute haben wir es wieder geschafft, also sehr gut. Ja. In der zweiten Halbzeit hat man weniger Chancen von eurer Seite gesehen. Da ist fast nur noch der Gegner zu Chancen gekommen. Woran lag es an der Hitze oder habt ihr das bewusst gemacht und habt den Gegner kommen lassen bei 3-1 Spielstand? Ja, also klar, die Temperaturen nach 60 Minuten merkt man das schon. Aber trotzdem hatten wir ja die Führung im Rücken und konnten den Gegner so kommen lassen. Mussten immer so viel nach vorne machen, mussten dementsprechend auch nicht so viel laufen, haben den Gegner mal spielen lassen. Und das hat uns in den 90 Minuten dann am Ende auch gut getan, dass wir am Ende auch noch dagegen halten konnten. Zwei Spieltage als Aufsteiger gespielt, 6 Punkte rausgeholt. Mehr kann man eigentlich fast nicht verlangen, oder? Absolutes Optimum, ja, das ist überragend, damit hätten wir auch nicht rechnen können. Jetzt schauen wir weiter, die nächsten Spiele. Nächstes geht es gegen Heidenheim. Das wird wahrscheinlich nochmal ein Tick schwieriger, aber wir sind erstmal überglücklich mit diesen zwei Siegen. Wie werdet ihr versuchen, das Spiel gegen Heidenheim erfolgreich zu gestalten? Gut, Heidenheim ist der Absteiger aus der Bundesliga, also die werden sehr spielstark sein. Also werden wir wahrscheinlich erstmal defensiv wieder versuchen, sicher zu stehen und aus einer gesicherten Defensive dann nach vorne schauen, was da geht. Und wir haben einen sehr guten Stürmer, sehr gute Spieler hinten dran, die den Stürmer in Szene setzen können. Mal sehen, was da geht. Was habt ihr euch diese Saison noch vorgenommen? Ganz klar die Klasse zu halten, das ist unser klares Saisonziel. Und das verfolgen wir auch weiterhin und ansonsten, jeder einzelne Spieler will sich natürlich weiterentwickeln. Wir nehmen die Erfahrung aus der Oberliga mit, das ist ein ganz tolles, ganz toll hier spielen zu dürfen und dann schauen wir, dass wir am Ende als Mannschaft eben einen guten Platz belegen.